4 weitere Gebäude vom Japanese Internment Camp. Yeah, look at the linoleum tiles. Plastic, but it sounds good. Yeah, it sounds good. But this might be linoleum tile. Yeah. In memory of Wonder Hussie. Das ist hier so ein Rundblick durchs Japanese Internment Camp, die Schule. Vor 6 Monaten waren hier noch Gebäude, sagte Michelle gerade. Hier gibt es eine Halle und ein Gebäude, dessen Zweck nicht ganz klar war.
Department of the Environmental, fax transmissions 89 to 90. Was das neue? Das ist von den Fettigen. Travel requests and grants 1089 to 990. Jetzt geht's hier rein. Oh, hier, Nägel. Irgendwas war hier mal und ist verfallen. To dust. Hier ist ein Mannloch und da ist es und hier geht's die Leiter nach unten. Ja, das war's schon. Okay, so viel zum Japanese Internment Camp, im Speziellen die Schule. Hier gibt es nun Baumwollfelder. Hier sieht man, wie die Baumwolle gerade am Aufgehen ist. Andere ist schon da. Und was ein Riesenfeld. Sieht das nicht toll aus? Hier ist die Wasseraufbereitungsanlage von dem alten Camp. Genau. Hier ist das Memorial mit Namen drauf, die gehen ringsum. Hier sieht man diese schönen Origamis, die sie gemacht haben.
irgendwas damit zu tun.